Von meinem letzten Tortenprojekt hatte ich so viele Kuchenreste übrig, dass ich mal wieder Cake Pops gemacht habe. Deswegen zeige ich euch heute, wie man leckere Cappuccino Cake Pops machen kann. Passend zum kommenden Valentinstag habe ich sie mit kleinen Herzchen verziert. Wenn ihr noch mehr Rezepte oder Deko-Ideen sucht, dann schaut doch mal auf meinem Blog Ofenkicker vorbei oder abonniert meinen Kanal. Ich freue mich auf euren Besuch. In Cappuccino Cake Pops gehört natürlich erstmal ein starker Espresso und für noch mehr Kaffeegeschmack bei wenig Flüssigkeit 2 Teelöffel Instant-Kaffee. Dann brauche ich noch 650 Gramm Kuchenreste. Diese hier sind von einem Marmorkuchen. Das Rezept verlinke ich euch unten in der Infobox. Aber ihr könnt auch jeden anderen Vanille- oder Schokoladenkuchen nehmen. Zum Binden verwende ich 100 Gramm weiße Schokolade und 50 Gramm Butter. Wie immer kann man bei Cake Pops kein genaues Rezept angeben, da die Mengen stark von der Feuchtigkeit des Kuchens abhängen. Ich erkläre aber später, worauf es bei der Cake Pop Masse ankommt. Zum Überziehen der Cake Pops benutze ich diese weiße Glasur vom Partyversand. Praktischerweise kann man diese direkt in den Becher schmelzen und muss sie nicht weiter mit Palmin verdünnen. Ihr könnt aber auch Candy Melts, zum Beispiel von Wilton, verwenden, diese müssen dann aber mit Palmin weiter verdünnt werden. Insgesamt solltet ihr für 40 Cake Pops etwa 500 Gramm Glasur einplanen, das entspricht 2 Packungen. Dann brauche ich noch Cake Pop Stiele und zum Verzieren ein paar kleine Zuckerherzen. Zum Zerkleinern und Mischen des Teiges verwende ich meinen Handmixer, ihr könnt aber auch einfach eure Hände nehmen. Damit die Cake Pops einigermaßen gleich groß werden, benutze ich einen Eisportionierer. Man kann die Cake Pops aber auch abwiegen oder einfach nach Augenmaß arbeiten. Diesen Ständer von Silikomat verwende ich, um die Cake Pops bis zum Trocknen hinstellen zu können. Ihr könnt aber auch einfach einen Styroporblock nehmen und die Cake Pops da reinpieksen. Als erstes schmelze ich die Schokolade zusammen mit der Butter über einem Wasserbad. Wichtig ist, dass die Schüssel das Wasser nicht berührt. So wird die Schokolade indirekt durch den heißen Wasserdampf erwärmt. Zwischendurch rühre ich immer mal wieder um. Achtet darauf, die Schokolade nicht zu heiß werden zu lassen, sonst klumpt sie. Auch kleine Mengen Wasser in der Schokolade führen zu Klumpen und macht sie unbrauchbar. Alternativ kann die Schokolade auch zusammen mit der Butter in kurzen Etappen in der Mikrowelle geschmolzen werden. Dann löse ich den Instant-Kaffee in dem heißen Espresso auf. Mit dem Handmixer zerkleinere ich nun den Kuchen. Man kann das auch mit den Händen machen, aber ich mag nicht so gerne mit den Händen im Teig rummatschen. Wichtig ist dabei in jedem Fall, dass der Kuchen möglichst fein zerbröselt wird. Dann gieße ich als erstes den Espresso zu den Kuchenkrümeln und rühre ihn unter. Anschließend gebe ich die Hälfte der Schokolade zum Kuchen und rühre wieder gründlich. Bei mir sieht die Masse jetzt gar nicht so viel anders aus wie vorher. Immer noch befinden sich recht kleine Krümel in der Schüssel. Deswegen gieße ich nun den Rest der Schokolade dazu und rühre wieder einige Minuten. Jetzt sieht man, wie sich die Kuchenkrümel zu größeren Brocken verbinden. Nimmt man etwas Teig in die Hand, lässt sich leicht eine glatte Kugel formen. Je nach Konsistenz des Kuchens kann mehr oder weniger Schokolade gebraucht werden. Wenn der Teig schon mit weniger Schokolade zusammenhält, gebt keine weitere Schokolade hinzu. Ist der Teig mit der gesamten Schokomenge noch zu trocken, gebt etwas geschmolzene Butter dazu, bis die Konsistenz stimmt. Mit meinem Eisportionierer steche ich nun eine kleine Menge Teig ab. Das mit dem Eisportionierer funktioniert nur, wenn der Teig relativ weich ist, also nicht gekühlt wurde. Außerdem sollte man den Teig nicht fest reinpressen, da sonst der Bügel ihn nicht lösen kann. Jedenfalls rolle ich nun den Teig zu kleinen Kugeln. Die Kugeln decke ich nun mit Folie ab und stelle sie für gut 10 Minuten in den Kühlschrank. Danach schmelze ich die Glasur. Dafür gebe ich die Glasur in 30 Sekunden Etappen in die Mikrowelle und rühre zwischendurch immer wieder gründlich um. Je nach Glasur kann es sein, dass ihr sie mit Palmin verdünnen müsst, bis sie leicht vom Löffel fließt. Ist die Glasur geschmolzen, rolle ich die Cake Pops nochmals kurz in den Händen, um sie möglichst perfekt rund zu formen. Dann dippe ich einen Stiel etwa 1 cm tief in die Glasur. Den Stiel stecke ich dann auch etwa 1 cm tief in den Cake Pop.
Sollten die Cake Pops hierbei brechen, sind sie zu kalt. Achtet darauf, die Stiele möglichst senkrecht in die Cake Pops zu stecken. Die Cake Pops kühle ich nun wieder für etwa 5 bis 10 Minuten, bis die Schokolade fest geworden ist. Die Cake Pops sollten nicht richtig kalt sein, sonst kann es sein, dass die Glasur später aufreißt. Ist der Stiel fest, tauche ich die Cake Pops in die Glasur, sodass die Glasur die gesamte Kugel bedeckt. Durch Drehen und Klopfen lasse ich nun die überschüssige Glasur abtropfen. Dabei halte ich den Cake Pop immer schräg nach oben, damit sich die Schokolade am Stiel und nicht oben an der Kugel sammelt. So werden die Cake Pops schöner rund. Die noch feuchten Cake Pops bestreue ich nun mit einigen Zuckerherzen. Dabei muss man sich etwas beeilen, da die Glasur schnell fest wird. Anschließend stecke ich die Cake Pops in den Ständer, um sie vollständig trocknen zu lassen. Dieses Rezept ergibt etwa 40 Cake Pops. Gekühlt halten sich die Cake Pops so ungefähr 5 Tage.